Misaki, mach dich schon mal nackig, ich bin gleich bei dir. Schließlich darf ich dich einmal pro Folge begatten. Ja, Moment, aber nur gegen Ende der Folge und auch nur, wenn wir ein Problem in unserer Beziehung überwunden haben, welches sich von selbst gelöst hätte, hätten wir einfach nur drüber gesprochen. Swiggity Swoody looking at your booty. Nur gucken, nicht anfassen und falls doch, wasch dir danach die Finger, es gibt gleich Essen. Ah, lecker, die Gesichter unserer Feinde. Eigentlich ist das nur Brot, das aussieht wie kleine Bärchen. Ich gehe mir jetzt einen Tumblr-Account machen. So verzweifelt kannst selbst du nicht sein. Warte, Saki! Da fällt mir ein, du hast schon wieder irgendeinen Award gewonnen, der immer nur so am Rande in irgendeiner Episode erwähnt wird. Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß auch nicht, wie ich das vergessen konnte und jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, eine Wassermelone in die Form eines Bärchens zu bringen. Deine Haare fühlen sich an wie Nudeln. Hast du mir überhaupt zugehört? Andere Frage, hörst du mir je zu? Nudel, Nudel, Haare, Nudel, Haare. Oh, mein Handy klingelt. Ja, hallo? Ja, hallo, guten Tag. Ich rufe nur an, um nachzufragen, wann es genau in diesem Fandub um Kuchen oder Kekse geht. Denn das Ganze hier war ja ein Auftrag und da muss es um Kuchen und Kekse gehen. Ach ja, Kuchen und Kekse. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Ich will sie ja nicht kritisieren oder so, aber das war bisher überhaupt nicht lustig und nicht gay genug. Ja, aber nur so gegen Ende der Folge und auch nur, wenn wir ein Problem in unserer Beziehung haben. Wo bin ich? Ah, zu viel Text.